Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4. Im letzten Part ist jetzt so viel nicht passiert. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, hier mal die ganze Deko vom Weihnachten wegzuräumen. Was Gott sei Dank auch geklappt hat, sie ins Inventar zu packen. Wir haben einen schönen Flur bekommen. Also noch ist er nicht schön, aber wir haben ihn schon mal gehabt. Hier so, da ist ein Flur. Da ist ein kleines Zimmer, da können Kinder rein. Eins oder zwei, mal gucken, ne? Wir haben ja schon das zweite wieder im Bauch. Ja, Adrian kam zu Besuch kurz und Tobias hat mit seiner Musik geübt, ist jetzt auf Arbeit. Apropos, den könnten wir mal, das können wir mal bei Promis einschmeicheln. Entschuldigung. Oder mit Kollegen Kontakte knüpfen. Ich finde, Kollegen Kontakte knüpfen kann auch wichtig sein. Das kann er jetzt mal machen. Und ja, Kira liegt im Bett und schläft ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, Donika ist gerade aufgewacht und meckert, oder? Meckerst du? Nein, das war wohl Kira, die im Schlaf lacht. Was ist das denn? Hatte ich auch noch nicht. Okay. Wie viel Uhr ist denn da? Ach, 22 Uhr irgendwas. Na, also ich weiß nicht. Ich glaube, du könntest auch mal wieder aufstehen. Komm. Dann steh mal wieder auf. Baby. Könnte vielleicht auch mal wieder... Oh, jetzt steht hier direkt älter werden. Ja, rede mal mit deinem Kind. Komm. Bevor es wirklich anfängt... zu schreien, dann gib ihm noch mal... Ah, sie denkt schon an Geburtstagskuchen, okay. Was, Tobias ist auf Arbeit, was? Keine Ahnung. Was stand denn da? Hab ich irgendwas übersehen? Tobias hat... Ah, oh, cool! Juhuhu, Moment, stopp. Befördert zu C-Promi, okay. Tobias wurde befördert und ist jetzt C-Promi. Er verdient jetzt 4 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 40 ergibt. Er hat zudem folgenden Bonus erhalten. Wow, 541 Simoleons und den Teppich Sim-Idol. Mhm. Seine nächste Schicht beginnt am Donnerstag um 17 Uhr. Ja, also einen Tag später. Moment. Hä? Moment. Wir haben Montag, richtig? Ja. Und da steht Donnerstag um 17 Uhr. Hat er jetzt frei? Ey, cool! Die nächsten 2 Tage hat er frei. Das finde ich supi. Cool. Sehr schön. Jupp. Fein. Gefällt mir. So, du kümmerst dich ums Kind. Genau. Und was macht er denn da? Hallo, du da. Wie geht's dir denn? Oh, er hat Hunger und braucht Energie. Mhm. Dann geh mal gucken, ob du noch was Schönes zu essen findest. Wie wäre es denn mit... ja, die hat auch irgendwie nur Frühstückssachen hier drin. Aber so ein Joghurt. Komm, Joghurt ist auch immer sehr gesund. Wir müssen ja ein bisschen drauf achten. Und dann darfst du, wenn du gegessen hast, darfst du dann auch schlafen. So, Kira, gehst du freiwillig duschen? Ja, das ist... Hey, Donika, jetzt reicht's aber. Kaum setzt sich hier irgendwer hin oder ist mit irgendwas beschäftigt, musst du in die Windeln machen, ne? Ich sehe es. Ich sehe das. Mhm. Machen wir gleich. Ja, ich weiß. Komm, dann geh erst dem Kind die Windel wechseln. Vielleicht schmeckt dann das Essen nicht mehr so gut, aber... ja, wenn man diesen wunderbaren Geruch in der Nase hat... oh Gott, der Arme. Aber die Mama ist gerade ab unter die Dusche und ja, ne? So, alles wieder gut? Kann ich weiter essen? Dankeschön. Ja, ja. Und sie schläft. Sehr schön. So ist brav. Tu du schön schlafen. Ach Gottchen, nee. So, du tust essen und anschließend gehst du schlafen. So. Ja. Duschen darfst du morgen. Wie, schon fertig geduscht? Und was machst du Schönes, sag mal? Eieieiei, Fernseh gucken. Ja, das könntest du mal vergessen hier. Das schaltest du aus. Und machst dich bitte mal hier an die Arbeit. Was haben wir denn da schon alles? Ach Gott, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich hier malen soll. Mach mal ein surrealistisches Gemälde. Uiuiui, ein kleines. Oh, halt, stopp, stopp. Nee, mitten in der Nacht jetzt.
Tatsache. Und ich hab's verpasst. Och nö. Oh, schaut sie euch an. Das ist also Donika Sommer. Hallo du. Tachchen, wie geht's dir? So schnell geht das. Ich hab gedacht, du machst noch einen Tag da drin. Also wenigstens bis zum nächsten Morgen oder so. Ach, ja. Ja, mal genauer angucken hier das Mädel. Hihi. Oh, ist aber süß, oder? Ja, ich finde, die sieht ganz hübsch aus. Lustige Klamotten hast du an. Ja, wenn das jetzt so ist, dass du meinst, du musst jetzt unbedingt groß werden, ne? Ja, dann heißt das zurück in den Baumodus. Wieso kann ich jetzt nicht bauen? Das ist nicht möglich, wenn ein Sim altert. Achso, müssen wir einfach warten. Okay. Das heißt, sie geht natürlich mal ganz schnell da von der Staffelei weg und tut gratulieren, oder? Kind altert da. Hallo? Irgendwie geht wieder nichts. Komm mal hier hin. Ach! Ja, wir müssen ja bei Kindern jetzt auch schon Sachen auswählen. Jesus. Kindheit unvergesslich. Nee, unendliche Kreativität, Regelverstöße und Wutanfälle warten. Oh je. Möge das Spiel beginnen. Ein Merkmal und ein Kindheitsbestreben wählen. Ja, was will denn die Donika eigentlich mal werden? Gucken wir mal, was gibt's denn da? Ein kleiner Frechdachs? Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Weil die sind einfach verspielt und flink und ganz normal, sag ich mal. Ein kreatives Wunderkind, dieser Sim träumt davon, in der Kunst erfolgreich zu sein. Dann könnten wir machen, Liebling der Massen, dieser Sim möchte mit jedem reden und Freundschaften schließen. Klingt auch nicht schlecht. Und eine Senkrechtstarterin. Dieser Sim möchte das klügste Kind in der Schule sein. Ja, Donika, wohin tue ich dich jetzt? Das sind ja Bestreben, die kann man ja wieder ändern, ne? Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich würde sagen, fangen wir mit dem ganz Normalen an. Das ist ein kleiner Frechdachs, so sieht sie zumindest auch gerade aus. Und den Rest kann man ja dann hoffentlich, hoffe ich, nochmal umändern. Also, liebe Donika, wenn das irgendwie nicht so ganz passt, möge dich einfach melden, ja? So, gehen wir jetzt dann dahin. Ah, okay. Was soll sie denn sein? Ein fröhliches Kind finde ich eigentlich ganz lustig. Okay, düster, Spinnerin. Was machen Spinner? Sind häufig verspielt. Ja, das würde ja sogar passen. Als Frechdachs ist man halt verspielt, ne? Liebt die Natur, würde auch gehen. Diese Sims können andere Sims gegenüber von der Natur schwärmen und sind glücklich, wenn sie draußen sind. Passt eigentlich auch ganz gut. Bücherwurm, Genie, Kunstliebhaber, ja, das hätte mit dem anderen ganz gut zusammengepasst. Musikliebhaber, Perfektionist, ne, faul. Ja, Kinder sind nicht immer, ne, die sind auch gerne mal faul. Einzelgängerin, bestimmt nicht gesellig, Geek, ach Gott, was man hier alles auswählen kann. Zimperlich, böse, Hitzkopf. Wahnsinnig, Gott, Chaotin. Ja, was hatte mir denn jetzt gefallen? Ich fand, liebt die Natur ganz gut, weil Kinder, finde ich, sollten rausgehen. Ne, finde ich jetzt mal. Und verspielt sein ist ja eigentlich sowieso logisch. Fröhlich geht natürlich auch, aber ich nehme jetzt einfach mal Spinnerin. Dann ist sie verspielt und ich denke, das passt zu dem Frechdachs da ganz gut. Hoffe, dass ihr damit einverstanden seid. So, jetzt können wir mal hoffentlich, hallo, dem Kind da gratulieren oder so. Ja, hallo. Gratulieren in dem Sinn gibt's da gar nicht, ne? Glaube ich jetzt mal, oder? Ah, nee, okay, ja, dann drücken wir mal unsere Bewunderung aus, dass du so toll geworden bist, würde ich sagen, umarmen sie mal, ja, das passt schon besser. Dann können wir mal nach Tag fragen, weil du warst noch Baby, vielleicht kannst du uns was erzählen, was wir noch nicht wissen, und ja, unsere Liebe ausdrücken sollten wir vielleicht auch mal, und ja. Über Interessen reden. Oder kennenlernen. Kennenlernen ist auch immer gut.
So, ich sehe schon, dieser Part wird auch wieder länger. Ich bin einfach mal ruhig und baue. Vielleicht kann ich das dann wieder zusammenschnippeln. Aber das Kind braucht jetzt ein Zimmer. Geht nicht ohne. So. Meilenstein erreicht. Juhu, da bin ich wieder. ja, ich habe natürlich wieder länger gebaut. Ist ja klar, wenn ich... Aber ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier gebaut habe. Also ich finde, dieses Zimmer kann sich sehen lassen. Wenn ich Kind wäre, ich würde mich da wohlfühlen. Es ist zartgelb alles. Es ist also auch neutral. Jetzt nicht so rosamäßig und ja, ne? Aber ich denke mal, es passt ordentlich zusammen, die ganzen Sachen. Ja, ein bisschen Spielzeug haben wir hier. Da haben wir so ein komisches Waffelhörnchen. Das Puppenhaus. Ich finde, Puppenhaus muss sein. Ich weiß nur nicht, ob ich das richtig rumgemacht habe, aber ich glaube schon. Irgendwie konnte ich das jetzt leider auch nicht anders hin. Da haben wir dann den Riesenbären und ja, einen hübschen kleinen Teppich noch. Und ich hoffe halt, wie gesagt, es gefällt der lieben Tonika. Und dann können wir mal weitermachen. So, die beiden da. Und oh Gott, die Zeit rennt schon wieder weg. Gut, okay, ich muss rechnen. Wenn man das Ganze ein bisschen beschleunigt, kann ich noch ein bisschen aufnehmen. Gott, ja, und du, hallo, hehe. Aber ich glaube, wir müssen Donika auch ein bisschen umstylen. Also, Gott, wie die guckt. Hallo, du. Gucke mich mal an, du, hä? Was für eine Augenfarbe hast du? Ah, aber ich glaube, das werde ich... Ich glaube, die hat blaue Augen. Aber das sehen wir dann am besten, wenn wir sie richtig mal umstylen und so. Ah, ich finde es toll, ey. So, was hat sie denn hier für Wünsche? Tobias küssen. Ja, das können wir natürlich mal festmachen. Halt mal, halt mal, halt mal. Stopp, 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 stopp. Kurz. Erstens wollte ich mal gucken. Wir haben ja hier wieder was erreicht. Elternteil werden, haben wir gemacht. Insgesamt 2 Stunden einem Kind vorlesen. Ach Gott, nee. 10-mal mit deinem Kind Kontakte knüpfen. Ja, das kriegen wir schnell hin. Das ist kein Thema. Aber 2 Stunden einem Kind vorlesen. Jesus Minestes, was wir hier noch alles machen müssen. Was hat er hier da stehen? Genau die gleichen Sachen. Okay, gut, da ist ich gleich. Was möchte denn sie? Sie möchte auf einem Spielturm spielen. Level 2 der Motorikfähigkeit. Wo kriegt man das? Über am Computer tippen oder spiele auf dem Klettergerüst, um deine Motorikfähigkeit zu verbessern. Okay. Ja. Spielturmobjekte können im Baumodus in der Kategorie draußen gekauft werden. Okay, könnte man natürlich überlegen. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, glaube ich, mit dem Kind einfach auf den Spielplatz zu gehen. So, was will sie denn? Schelmisch will sie sein und sie möchte natürlich den Tobias, ihren Papa, kennenlernen. Das werden wir mal gleich alles anpinnen. Was willst du denn hier machen? Bioblock oder wie das heißt, spielen. Ja, das darfst du. Du bist ja auch, glaube ich, noch total fit, ne? Ja, wenn man mitten in der Nacht altert, ist man einfach total fit. So, die Mama geht aber schlafen, wenn ich das richtig sehe. Okay, gut, dann spielen wir halt mit der lieben Tonika weiter. Okay. Ja, dann spiel du mal. Dann wollen wir mal gucken, wie du so drauf bist. Ah. Was macht man damit so? Ja. Ach, ich find's toll. Wir haben unser erstes Kind als Kind. Jetzt können wir was damit anfangen. Doch, ich sieht süß aus. Also wie gesagt, die Klamotten, vielleicht eine andere Frisur, muss ich mal gucken. Ich sehe jetzt mit der Mütze drauf nicht allzu viel von ihr. Aber das wird bestimmt lustig. Mal gucken, was wir da alles erleben werden. Aber statt am PC rumzudaddeln, ich mein Kind, ich habe ja nichts dagegen, ne? Du hast Geburtstag, schlimm genug, dass das nicht ordentlich gefeiert wird. Aber wie wär's denn, wenn du dich mal in deinem Zimmer umguckst? Du hast so ein schönes neues Zimmerchen hier. Habe ich extra mit ganz viel Liebe eingerichtet. Da könntest du doch mal mit dem... Ah, genau, mit dem kann man nämlich was machen. Wer eine Idee hat, wie man Bluffy nennen könnte, kann mir das auch gern in die Kommentare schreiben. Dann nennen wir den um. Im Moment lasse ich ihn erstmal so. Wir umarmen den mal. Dann können wir mit dem reden, Geschichte erzählen und vielleicht mit ihm spielen. Finde ich immer ganz lustig.
Ja, und dann würde ich sagen, guck doch einfach mal, was du hier so machen kannst. Ich weiß jetzt gar nicht. Können wir was machen? Ah, das ist die Kleiderkommode. Okay, da können wir das machen. Was kann man mit dem Nachttisch? Kann man nichts machen. Oh, sie hat Sozialfähigkeit gelernt. Ja, guck mal da. Na du, Bärchen? Du Riesenbär. So groß wie's Kind. Wahnsinn. Ja. Weil ich glaube, mit diesen Bären hat es auch irgendwas auf sich. Wenn man sich um den nicht kümmert, wird der böse oder irgend sowas. Keine Ahnung. Oder ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, der mag es, wenn man sich um ihn kümmert. Oh, wie goldig. Oh, und sie hat Kreativität. Was los? Kira, was hast du denn für ein Problem? Ich glaube, yes, geht schon los mit der Übelkeit oder was? Warte mal, warte mal, warte mal. Säuber das bitte noch. Ist ja eklig. So. Ja, du bist halt schon wieder schwanger, ne? Geh ins Kinderzimmer und gucke, was du dir da angetan hast. Erzählst du ihm eine Geschichte? Dem Bären? Ja, ich glaube schon. Und dann gehst du mal die Toilette, wenn du sie gesäubert hast, auch nochmal verwenden. So. Wir gucken uns die liebe Donika an. Die ist da total... Oh, goldig. Ich finde das ja schön. Ah, erzählst du von der Feier, die du nicht hattest? Ja, gell. Meine Eltern haben das total verpennt, dass ich alt werde. Haben nichts gefeiert. Mitten in der Nacht musste ich dann aus dem Ding raushüpfen. Oh, ja. Aber das ist schön. Sie hat ihren Spaß. Das finde ich gut. Ja, sie will schelmisch sein. Okay. Mit jemandem plaudern will. So, ey, guck mal, du hast doch da deine Mama. Warte mal. Nee, nee, nee. Ja, genau. Da wollte ich dich hinbringen. Oh, streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Lassen wir so mal machen. Was für ein Geheimnis enthüllst du? Warte mal, liebe Kira, nicht weglaufen. Nein, nein, nein. Lass mal. Lass mal. Geh mal, deine Tochter will da was von dir. Ey, wo rennst du denn jetzt hin? Hier ist sie doch. Hallo? Oh Gott, oh Gott. Ist dir so schlecht, Kira? So, was macht jetzt deine Tochter? Hallo, Mama, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Wo rennt sie denn jetzt hin? Oh, Leute, warum lauft ihr euch 10-mal hinterher? Ist das hier ein Spiel oder was macht ihr da? Okay. Wir können mal die große Neuigkeit erzählen. Das ist eine gute Sache, damit das Mädel da schon mal Bescheid weiß, wenn ich das nicht sowieso schon erzählt hatte. Nein, 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 nein. Sie will lieber... Hallo, du wolltest doch schelmisch sein. Noch mal ein Witz. Und du mal, Oh. Über Lieblingstier reden, ja, das kann man auch mal machen. Umarmen. Beste Freunde werden. Ja. Und du wolltest aber irgendwas Schelmisches machen. Ah ja, sehr schön. Elefantenwitz. Jawohl, und wir haben die Sozialfähigkeit erreicht. Sehr schön. Oder ist schelmisch sein? Warte mal. Unfug. Ach, Unfug will sie machen. Ich glaube, da war ich falsch. Okay, dann gucken wir mal. Unfug, hier das. Ah! Kira ist ja noch nicht so hochschwanger. Da sollte das funktionieren. Machst du das jetzt gar nicht? Ach so. Wolltest du deine Mama gar nicht erschrecken? Ja, kannst du auch beim Papa dann machen, ne? Dann spiel du noch mal ein bisschen mit deinem Puppenhaus. Und du isst mal was und dann gehst du wieder schlafen. Oh Gott, hier sieht's aus, ja. Dann gucken wir hier noch mal ein bisschen.
Ah, so sieht das hier aus. Ich finde diese etwas älter gestalteten Puppenhäuser irgendwie ein bisschen hübscher, auch wenn in diesem Puppenhaus irgendwie nicht viel drin ist. Bisschen traurig eigentlich. Aber gut. Oh doch, da ist da gibt's schon ein Bücherregal, da gibt's ein. Ah, ein Tisch eben ist, glaube ich, ein Gemälde dazugekommen. Das füllt sich, glaube ich, mit der Zeit, kann das sein? Ey, sag mal, du bist jetzt nicht krank, Mädel. Ich habe da ein Fieberthermometer erblickt. Ich würde mich ja nicht wundern. Huch, halt! Nein! Nein, 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 nein! Ich muss mir das abgewöhnen, immer auf die falschen Tasten zu klicken. Nee, ich will nicht reisen. Wo bin ich denn hier da? Mädel, guck mich an. Bist du noch in Ordnung? Ich sehe nichts. Alles gut mit dir? Halt, bleib mal da. Stopp. Sie sieht gut aus, okay. Ah, jetzt sehen wir sie auch mal richtig. Ja, fein. Hallo du. Und Hunger hätte sie auch. Wie viel Uhr ist denn morgens? 6 Uhr. Ja gut, okay, aber jetzt noch mal ins Bett schmeißen ist auch irgendwie Schwachsinn, ne? Was willst du denn essen? Ein Gericht nehmen. Ja, nimm dir einfach was. Ist eh alles Frühstückszeugs. Dann mach das. Ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, tun wir während des Frühstückens dann auch Feierabend machen hier. Kira räumt hoffentlich mal hier ab. Hallo, nein. Bitte, komm, aufräumen. Kannst du aber noch. Das ist ja eklig. Ich meine, klar, könnte auch ich machen, aber... dann kannst du dich vielleicht noch mal zu deiner Tochter setzen. Die geht eh gleich in die Schule und kannst du immer noch ins Bett. So, und dann haben wir die halbe Familie hier schon mal um den Tisch sitzen. Das ist doch schön. So, und ich finde, das Bild gefällt mir. Jetzt mache ich auch wirklich den Break. Ich hoffe, ich spare durch das in Zeitraffen da ein bisschen Zeit ein. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Vor allem die liebe Donika hier. Und ihr neues Zimmer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.